Alexander Thom für die Fraktion der CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, also wer mit dem Finger auf andere zeigt, da zeigen drei Finger auf einen selbst. Und in der Tat, es ist schon merkwürdig, wen Sie alles so ans Mikrofon lassen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat sich dieses Mal Mühe gegeben, nicht nur einen Antrag geschrieben, sondern darüber hinaus auch noch einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Und die AfD hat ein Problem identifiziert und gibt auch eine Antwort, so scheint es. Bei genauem Hinsehen aber kann man nur mit George Bernard Shaw antworten, der sagte, es gibt für jede komplexe Frage eine einfache Antwort. Sie ist nur regelmäßig falsch. Und so ist es auch hier. Denn für die Gefahrenabwehr, wir haben es mehrfach gehört, die Prävention sind die Länder zuständig und nicht der Bund. Das haben Sie aber auch schon bemerkt. Deswegen legen Sie ja parallel zu Ihrem Gesetzentwurf einen Antrag vor, wo Sie den Bund auffordern, mit den Ländern in Verhandlungen zu treten, um die Gesetzgebungskompetenz zu ändern. Sie schreiben selbst, es fehlt dem Bund für diese Zwecke, Gefahrenabwehr, ausdrücklich an einer Gesetzgebungskompetenz. Am selben Tag einen Gesetzentwurf vorzulegen, wohl wissend, dass es dafür keine Gesetzgebungskompetenz gibt, ist schon verdammt dreist. Und dann sagen Sie hier auch noch, Herr Reusch, unser Grundgesetz sei ein Totschlagargument. Nein, Sie sagen wieder einmal, dass Sie keinerlei Achtung und Respekt vor unserem Grundgesetz haben. Deswegen will ich es mal mit ein bisschen Aufklärungsarbeit versuchen. Die Regelungen im Aufenthaltsgesetz regeln Einreise, Aufenthalt und Ausreise eines Ausländers. Sie sind ein Ausfluss unseres Staatsbegriffes, ja sogar unseres Staatsangehörigkeitsrechts und kein Gesetz zur Gefahrenabwehr. Unser Staatsverständnis sieht im Ausländer per se nicht zuerst die Gefahr, sondern den Menschen. Insofern sind die Regeln zur Abschiebungshaft, und die geht es Ihnen, auch zweckgebunden. Sie dienen in erster Linie dem Zweck, die Abschiebung des Ausländers, der kein Bleiberecht hat, sicherzustellen und wirksam durchzusetzen. Nur dafür haben wir die entsprechende Gesetzgebungskompetenz. Anders bei den Ländern, wo es die Gefahrenabwehr gibt und auch die, es ist schon angesprochen worden, sogenannte Präventivhaft. Ja, und da müssen wir die Regelungen vereinheitlichen, da müssen wir ein gemeinsames Musterpolizeigesetz schreiben. Das ist auch schon beschlossen. Und wenn es nach mir geht, dann können wir uns da am Beispiel der Bayern orientieren, die in der Tat diese Präventivhaft auf bis zu 3 Monate unverlängerbar mehrfach auszusprechen beschlossen haben. Dann haben wir auch hier eine entsprechende Möglichkeit. Denn anders als Ihr verengter Blick nur auf die sogenannten ausländischen Gefährder, gibt es eben auch, leider Gottes, die Gefährder, die den deutschen Pass besitzen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben nicht in allererster Linie ein Rechtssetzungsproblem. Auch das ist schon mehrfach gesagt worden. Wir haben vor allem auch ein Rechtsanwendungsproblem. Es wird viel zu selten, viel zu spät oder gar nicht die Abschiebehaft in den Blick genommen. Hier müssen wir insbesondere unsere Behörden noch ermuntern, dass sie die Gesetze, die wir verschärft haben, auf bis zu 18 Monate Abschiebehaft dann auch tatsächlich anwenden. Und ja, wir brauchen auch Kapazitäten, um die dann Abzuschiebenden unterzubringen. Das darf nicht in Strafhaftanstalten passieren. Da sind die Kapazitäten viel zu gering. Und da müssen wir, Bund und Länder, gemeinsam diese aufbauen, dass wir die guten, nachgeschärften Regelungen, die wir heute schon im Aufenthaltsgesetz haben, dann auch anwenden können. Die AfD hat heute einen Antrag eingebracht mit vermeintlichen Antworten. Es waren aber einfache Antworten und deshalb nicht tragfähig. Und deshalb werden wir es ablehnen. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache.